So, um diese 360-Grad-Videos zu schauen, braucht man nur wenige Dinge zu wissen. Wir starten das Video. Jetzt kann ich durch eine Scroll-Taste rein und raus scrollen. Das ist der größte Rundumblick. Kann ich hier mit der Maus hin und her ziehen. Und zoomen. Dann kann ich hoch und runter ziehen. Dadurch sind alle erdenklichen Perspektiven möglich. Unterstelle Ihnen das zumindest, damit kann ich mir vielleicht eine Vorstellung im Einzelnen auch ersparen. Denn ich zähle darauf, dass Sie ihn mindestens so gut kennen wie ich. Es gibt fantastische Perspektiven, die dann durch die Leertaste angehalten werden können und mit einem Screenshot-Programm, zum Beispiel Windows-Taste plus Shift plus S, aufgenommen werden können. Dann zieht man einen rechteckigen Ausschnitt und hat ein schönes Bild, was man dann aus der Zwischenablage irgendwo einfügen kann oder zu einer Datei ändern kann. Aber dazu noch das darf ich sagen, dass er die Vielfalt ist, des Programms, relativ das einfach im macht, Web, wenn man das dass hochlädt, wir vielleicht auch in der Zukunft hier Vorträge zum weniger gut geht, aber alle anderen Funktionen sind vorhanden. Ich freue mich, dass...